Daddy ist zurück! Mit einer neuen Folge Phobia Santa Dinfner Hotel. Ich bin Daddy D und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So. Was könnten wir denn noch ablegen? Ich glaube, das Buch können wir erstmal weglegen. Speichern. Wir könnten den Kassetten rausholen. Und mal anhören, was jetzt auch zu hören ist. While Piva and I were making our daily rounds, we were attacked by some huge monster. It was horrible. It looked like some kind of giant, ferocious spider or something. Oh nein. The fucking thing ambushed us while we were checking out the conference room. I didn't see exactly what happened, but I know that thing definitely got a hold of Piva. Ach, du meinst vielleicht diese kleinen Viecher. There was so much blood. We managed to get out and lock the monster inside. The only problem is, Piva said he dropped one of our lockboxes inside when it grabbed him. If the damn monster sticks around, I have no idea how we're gonna get it back. Piva took off with the key as soon as we got out. I assume he probably fled to the third floor to look for some first aid. Not sure how much that's going to help him though. His wounds. He was completely torn to shreds. I'm still down here hiding. It's been about 2 hours now. I hope Piva's okay. Okay, dann suchen wir mal seine Leiche, ha? So traurig es klingt. Jetzt können wir auch speichern. Schlüssel mit. Speichern. Gut. Oder auch nicht gut. Aber es geht immer weiter. Piva? Bist du da? Oh, dann geht's auch nochmal hoch. Vielleicht. Schauen. Oh. Oh, die Schrotflinte. Vielleicht soll ich erst die Munition rausholen. Oh, schade, ich dachte, es wären vielleicht Platztaschen. Okay. Navigiere zunächst mit Hilfe der Option Ausrüstung zu dem jeweiligen Gegenstand und wähle ihn aus, um das Menü zu öffnen. Ausrüsten. Okay. Oh. Lassen wir es so. Kennzeichen Militär. Damit kann ich nichts machen. Aber wofür ist das da? Ach, genauso wie die alten Bücher, für gar nichts. Konferenzraum. Das sind meine letzten Worte. Ich habe hier furchtbare Dinge erlebt, denn ich musste mit ansehen, wie alle um mich herum starben. Und nun scheint auch meine Zeit gekommen zu sein. Diese riesigen Reißzähne. Meine Wunden sind zu tief, als dass sie noch heilen könnten. Während ich dies schreibe, wird die Blutlache um mich herum immer größer. Ihre Wärme ist seltsam beruhigend. Ich habe alles versucht. Habe versucht, alle zu retten und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Doch ich war vermutlich einfach nicht stark genug. Bitte verzeih mir, Piva. God, I guess I really am on my own. Ach, ich schätze, ich muss wirklich hier ballern. Gleich mal gucken hier bei Verbesserung. Wie sieht's denn aus mit der Schrotflinte? Schusskraft erhöhen. Oh. Strom verringern könnte ich ja auch machen. Ich brauche eindeutig mehr Kugeln. Also mehr Verbesserungskugeln. Okay. So, ihr wisst, was als nächstes kommt.
kleiner Kameracheck. Vielleicht sehen wir noch die Leiche rumliegen. Nein, okay. Was für ein schicker Raum mit Munition. Ich muss aber auch sagen, dass man die Waffe hier ziemlich langsam wechselt, irgendwie gefühlt. Okay, da kommen wir nicht durch. Oben geht es wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Oh. Aber hier ist noch so eine Kugel und Schusslückenpatron. Meow, meow, meow. Gut, bevor wir runterfahren, speichere ich natürlich nochmal ab. Wenden. Der Konferenzraum war wo? Erste Etage auf jeden Fall. Ich glaube, das war da, wo ich eigentlich rein wollte. Und danach müssen wir noch irgendwann viel Backtracking machen, zurück zur Etage 6. In unser Zimmer, da war ja noch so eine Kiste, die man nur mit der Kamera sehen konnte, für den Schlüssel, den wir jetzt haben. Aber bevor ich da hingehe, schaue ich erstmal, ob wir nicht noch mehr für die Schlüsselteile bekommen, damit wir die Kiste auch aufmachen können, nicht umsonst hinlaufen. Okay. Hier war das doch. Das sieht nicht gut aus. Irgendwas sagt mir, dass das gar nicht gut ist hier. Sieht aus wie bei Aliens ein bisschen, ne? Die Munition ist nicht umsonst hier. Na gut, wir haben gespeichert. Also lassen wir uns einfach mal die Action ein. Hier wird wohl das Teil sein für die Kiste, ne? Gas unten. So, dankeschön. Pistolenkugeln. Das ist das Teil für. So, 1, 2, 1, 6, 1, 2, 1, 2. Das muss ich wahrscheinlich öfters mal lesen. So, was kommt jetzt? Na, die werden mich nicht einfach so gehen lassen, ne. Auch geht das jetzt hier zu oder was? Ich komme nicht mehr raus, okay. Aber dafür die. Ach komm schon, du Mistvieh, wo bist du? Komm schon. Dim, 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 dim. Komm schon, komm rein hier, trau dich, hä? Daddy hat noch ein paar Kugeln für dich. Na komm. Wovor hast du Angst? Dim, 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 dim. Muss ich dich jetzt wirklich jagen? Die Rollen tauschen? Da will ich bestimmt erschrecken. Was ist jetzt los? Lauf doch! Hallo? Na ja,
Was? Ich habe nur den Ton gehört, ich habe gar nichts gesehen. Irgendwie macht es mir Angst. Mist, FBI. Kann man hier nicht irgendwie rausgehen? Jetzt komm schon. Der vergräbt sich ja immer wieder, ne? Einen Schuss haben wir noch für dich. Vielleicht hätte ich auch vorher die Streuung rausnehmen sollen. Mist. Ich glaube, ich wechsle lieber auf die Pistole. Bevor ich hier komplett alles verschwende. Mit schönen Schrotflintenschüssen. Komm, 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 komm. Dreh dich um. Ja! Hat das denn hier mal ein Ende? Ja, 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 ja. Ist doch jetzt endlich erledigt. Ich dachte, das wäre nur ein Gegner, der immer wieder auftaucht. So eine Spinne, die man immer wieder sieht. Vielleicht ist das auch so, aber es war ein wichtiger Boss. Also da hat ganz schön viel Munition gefressen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Arachnophobie hier auf jeden Fall. Also stand da als Erfolg. Weiß nicht, ob das angezeigt wird, wenn ich aufnehme. So. Gehen wir mal zurück in meine schöne Bibliothek, da können wir teilen und anderen Unsinn machen. Noch wohl Heilung brauchen wir nicht unbedingt, also ich. So. Wir brauchen den Metallwürfel. Zurückholen. Dann, und was? Ich habe hier Pistolenkugeln rumliegen. Was soll das denn? Was ist das denn passiert? Eieiei. Was mache ich denn für Sachen? Ja. Kombinieren wir das. Dann schauen wir uns mal kurz das Dokument hier an. Das hier können wir eigentlich markieren. So, 1, 2. Also ist immer eine 2-1 am Rand und in der Mitte eine 6. Okay. Verwenden. Ja, mal zurück, so. Wenn ich eins benutze, ein neues, dann ist es immer 1 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also bei den
Muss ich auf jeden Fall 1 plus machen. Da komme ich gar nicht drum herum. 3, 4, 5, 6. So. Jetzt muss ich die Zahlen noch wieder abziehen. Gut, ich könnte auch hier 6 machen, ne? Aber es macht keinen Unterschied, wenn man das so dreht, oder? Gut. So, das wieder abziehen. Warum geht das immer mehr? Ach so. Stimmt ja. So einfach geht's. Ehrlich gesagt war es ein bisschen aus Versehen, aber darüber wollen wir schweigen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das kleine Rädchen, das dicke Rädchen. Das große Rädchen. Das nicht? Okay, das geht hier rein. Das hier geht. Da fehlen noch ein paar Räder, sag mal, Leute. Ja. Kombinieren. Jetzt haben wir schon mal 3. War hier noch irgendwas mit dem Schlüssel? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Das hier haben wir. Ne, da brauchen wir 4. Wow. Ja, 4 Stück brauchen wir da. Aber es ist nur 3. Ah, ihr seid ja witzig. Jetzt fällt mir ein, dass ich gar nicht mit der Kamera geguckt habe in dem Raum mit der. Mit dem Teil von. Von der Kiste. In jedem Fall müssen wir irgendwo hin. Mit diesem Schlüssel jetzt. Aber wo? Ich glaube, es wird Zeit, in die 7. Etage zurückzukehren. Können wir mal gucken. Oder so mal gucken, wie viel wir da brauchen. Wie viele Schlüsselteile. Gehen wir mal zur 7. Hallo. Harry, ich bin jetzt ganz oben. Ah ja, nicht ganz. Ich bin noch ein bisschen zu 8. Aber zu 8 komme ich nur über die 7, ne? So, was haben wir hier? 3, perfekt. Hier auch 3. Okay. Machen wir erstmal den am Aufzug auf. Vielleicht haben wir da einen Speicherpunkt oder so. Das macht mir immer ein bisschen Sorge. Ah, die Zeichen abfotografieren mit den Augen. Jetzt schon weiter Lauf hier. Hier wird noch viel verlangt von uns.
Was war das? Ich habe nur ein bisschen Spaß gemacht und hier wird es auf einmal ernst. Ah. In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. War ich mit einer eng verbundenen Familie und einer großen Anzahl von Angestellten bedacht an ein gutes Leben gewöhnt? Nachdem ich lange mit zwei treuen Freunden gesprochen hatte, erinnerte ich mich daran, dass ich Gott immer vertrauen konnte, weil er unsere Gebete immer erhört hatte. In derselben Nacht noch betete ich für ein Zeichen und ein Engel kam und sprach zu mir. Ich versammelte rasch meine Freunde um mich, um der See und ihren Stürmen zu trotzen. Das sagt mir rein gar nichts, aber gut, dass ich jetzt wieder eine Katze sehen konnte. Vielleicht doch lieber die andere Tür zuerst aufgemacht. Böse, böse. Muss das vielleicht in der richtigen Reihenfolge? Schloss, Freunde, stürmischer See. Ha? Wer weiß. Ich weiß nur, was ich hier erstmal abmachen muss. Schöne Klamotten. Jawohl. Das ist sexy. Sexy Patron. Oh, was haben wir hier? Was zum Lesen? Trotz all des Chaos bleibe ich ruhig, denn ich weiß, dass das, was geschieht, notwendig ist. Meister Christopher ist unfehlbar. Der heilige Pfad ist ohne Zweifel. Und die anderen, die hier sind? Alles verdammte Schweine. Sie haben keine Ahnung. Es ist nicht meine Aufgabe, sie aufzuklären. Alles, was wir taten, dient dem Ziel der größten Errungenschaft der Menschheit. Ich kenne den Weg und ich fürchte mich nicht. Über das Prinzip des freien Willens. Anacleto? Anacleto? Wie man da heißt? Ein guter Typ. Kein eigenes Denken. Altes Buch. Die Welt ohne Bienen. Ui, nicht so gut. Keine gute Welt. Gucken. Was haben wir hier? Nichts. Genau dasselbe. Gut, kann auch mal sein, ne? In jedem Fall kann ich noch nicht so viel machen. Ja, ich nehme schon das Ding, keine Angst. So, Munition. Dankeschön. Was ist in der Kiste? Tonband. Ah, die Kassetten sind ganz, sind nicht ganz unwichtig. Die können dich warnen vor Bossen. Vielleicht enthält ja auch eine mal ein Passwort oder so. Ohne Waffe und so rennt es nicht schön. Na, wird es wieder dunkel oder sowas? Ich warte ja nur drauf. Ist etwas passiert? Echt. Ich hätte auch gern so elegante Türen. Erstmal einen Schlüssel drehen. Was ist das? Okay, this is definitely the room mentioned in the instructions, but it's locked. Okay. It's a really weird shape for a key. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, ich sehe die Hand. Ich weiß, dass ich meine Kamera benutzen soll. Sogar zwei Hände. Was ist das? Maschinengewehrkugel. Ja, ich habe noch Platz im Winter. Nicht so wirklich. Im Notfall kann ich mich ja einfach einmal heilen. Das wäre gut. Hier ist doch auch Munition. Was haben wir hier? Ich habe mehrere Krieger mit mehreren Schwertern geführt. Ich habe verzweifelt gebetet. Ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden.
Ich fühlte mich lange Zeit allein verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Strang das Leben zu nehmen. Tauchen jetzt wieder die Bilder auf? Okay, hier tauchen keine Bilder auf. Nur das rote Licht. Scheinbar muss ich hier... Ah. Ich muss das wohl in der richtigen Reihenfolge drücken. Wetter. Beten. Okay. Oh. Gehen wir erstmal hier ran. Ah, das ist cool. Ah, die Brecheisenstange. Oh, damit kann ich überall hingehen dann. Oh nein. Yes. Gut, ich denke, wir benutzen das mal. Heilung ist voll. Inventar ist voll. Das braucht zwei Plätze. Mist. Also. Vielleicht finde ich auch irgendwo eine Kiste. Es wäre aber nicht schön, wenn ich jetzt hier runterfallen würde. Ist auch nichts anderes, ne? Ist das kein Zweck? Ich muss auf jeden Fall Platz schaffen. Hier. Yeah. Für die Brecheisenstange. War da oben nicht eine Kiste? Oh. Doch eine Kiste gewesen sein. Das hier speichern. Speichern. Den Rekorder rausholen. Uns noch mal kurz an, was das hier zu sagen hat. Ja, wenn. Of all the creatures we've seen here so far, the one that carries that red lantern is by far the worst of them all. He's the only one who appears to be aware of what he's doing. It's almost like he has some kind of conscience. Like he has a purpose. It almost seems as if he's trying to protect the hotel. We've even seen him kill other creatures. What's even more strange is he seems to disappear at random for days at a time. There's no way a beast like that can just hide without anyone noticing him. There has to be some part of the hotel we don't know about. In any case, if you're listening to this and you ever see that red glow, run. Don't fight. Just run. Das hat sich gern vorher gehört. So, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In der nächsten Folge müssen wir wohl viel Backtracking machen mit unserer Brecheisenstange, die ich gleich noch holen werde.
nächsten Folge holen werde. Bis dahin. Ciao, ciao.